Ich muss halt echt sagen, ich habe Kunst abgewählt, so scheiße war ich, ne? Also wirklich kein Joke. Das sind Bilder aus meiner Schulzeit. Ich war wirklich nicht so gut gerade. Zeichnen und Malen war definitiv immer einer der Sachen, wo ich gesagt habe, das gehört zu den Dingen, die ich absolut gar nicht kann. Und deswegen ist es doch mal Zeit, das jetzt mal zu lernen. Dieses Video übrigens noch unterstützt durch Skillshare. Vielen, vielen Dank für den Support. Wenn ich das jetzt hier so sehe, sollte ich eher mit dem Face hier anfangen oder sollte ich eher mit den Outlines anfangen? Ich würde mit dem Face anfangen, weil so kannst du dann die Proportion und die Größe der Charakter dann definieren. Mal ganz kurz, Sandra, wie viele Punkte gibst du? 2. Versuche das mit Gengar. Du nimmst deine Hauptform, also er ist am Ende ein Ball, ein Ei, wie ich es hier so gemacht habe, so ein Ei erstmal. Du baust ihm das Skelett praktisch auf und dann machst du die Outlines. Willst du so versuchen? Ja, gerne. Also vom ersten zum zweiten. Schau mal. Das ist jetzt einfach nur eine Übungssache. Erstmal einfach so viel malen, wie es geht. Und nimm dir die Pokémon-Liste und male sie alle ab. Okay, ja, geil. Mal so einen Vergleich machen. So sollte es aussehen, so sieht es momentan aus. Da bin ich also nach Hause gesteppt, hab direkt weiter trainiert, denn ich will ja der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. I went by your house, what a big mistake. Mir fällt gerade auf, dass ich euch gestern gar nicht gezeigt habe, was ich gezeichnet habe. Gestern habe ich das alles gemalt, ignoriert, sage ich mal, ihn hier, sondern ich finde das Kanimani ist schon ziemlich cool geworden, das Gengar ist auch cool, das Pichu hat sogar ziemlich sweet geworden und dieses Bild habe ich noch gemacht, wo einfach alle Köpfe straight up zu groß sind. Aber ich finde schon so für den ersten Tag von hier nach da ist es gar nicht so schlecht. Das Ding ist, noch heute habe ich kaum Zeit. Ich kann wahrscheinlich erst so spät abends anfangen zu malen, was auf jeden Fall nicht so ganz optimal ist. So, 22 Uhr, habe jetzt erst Zeit zu malen, vorhin den ganzen Tag Kettenreaktion gebaut. Und jetzt wird erstmal noch ein bisschen gezeichnet, denn am Ende der Woche muss ich ja ein geiles Comic hinkriegen. Do you remember when we couldn't get enough of it all? We kept it going for so long, so long. I don't know where I would be if we let it go. Das hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert. Ich bin echt überrascht, wie gut das aussieht, weil das ist so quasi das erste Bild von meinem Comic, was ich mir so vorstelle. Die kleine Story, die ich mir für einen Comic ausgedacht habe, geht folgendermaßen. Kanimani, Endivio und Glumanda chillen so im Wald und sehen halt oben eine Sternstuppe. Sehen halt, yo, die stürzt da vorne irgendwo ab und gehen halt zu dieser Sternstuppe hin und sehen dann, dass es ein UFO ist, was landet, was eine Pokéballform hat. In diesem UFO sieht man halt die Menschen drin, die darin landen. Und dann gibt es halt so einen Zeitsprung, 5 Jahre später, und Kanimani wird halt von diesen Menschen in Pokéballen gefangen. Von wegen so, die Menschen sind Aliens in der Welt von den Pokémon und fangen die halt alle ein. So, oh shit mäßig. Mal gucken, ob das klappt. Habe ich gesagt, heute wird's früher. Gut, habe ich. 20 vor 11, heute wieder super viel zu tun gehabt. Ganz Tag am 3D-Drucker gewerkelt. Trotzdem habe ich den ganzen Tag schon diese Idee, noch so ein Pokéball-UFO zu machen für meinen Comic. Morgen treffe ich auch Falco wieder. Und dem will ich am Morgen auch noch schon ein paar Zeichnungen zeigen. Also ich bin ehrlich, wirklich zufrieden bin ich nicht damit. Aber man muss dazu auch sagen, das ist das allererste, was ich nur aus dem Kopf gezeichnet habe und nicht irgendeine Vorlage für hatte und auch mein erstes eigenes Design. Das andere waren ja Pokémon, die gab es schon. Das hier habe ich heute gemalt, das erste Mal, wo ich Menschen gemalt habe tatsächlich. Genau, mein Pikachu ist so ein bisschen... Progress merkt man auf jeden Fall, aber ja, die Menschen sind eine Kunst für sich zu zeichnen. Also ganz die schwierig. Proportionen, oft bekomme ich sie selber noch nicht hin. Ne? Kritikpunkt ist Licht und Schatten und diese Plastizität zu geben. Und wenn du das hinkriegst, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, zum Beispiel hier das hier ist am besten geworden, weil da habe ich wirklich was abgemalt, komplett. Und wenn ich hiervon eine ordentliche Version hätte, würde mir das sehr helfen. Hier zum Beispiel habe ich auch aus verschiedenen Bildern immer mir gegoogelt und die dann halt reingesetzt. Boah, das sieht also jetzt mal so als Vergleich. Meine Idee von dem Raumschiff, Falcos Umsetzung, Alter.
Generell, wie ich die Bäume gemalt habe, wie würde man die besser zeichnen? Und dann werde ich da drauf mit die weißen Stifte dann malen. Ja. So, hier würdest du dann deinen Mund haben und die Bäume würde ich so machen. Die Blätter oben werden dann beleuchtet sein und unten ist fast alles im Schatten. Okay, nach der Kritik vom Folge habe ich auf jeden Fall gemerkt, ich muss im Hintergrund weniger Details machen, damit der wirklich so in den Hintergrund versinkt. Und ich glaube, der größte Schlüssel sind auf jeden Fall auch die Schattierungen, damit das Ganze plastischer wirkt. Was ich auch oft gemacht habe, was man nicht machen sollte, ist so oft abgesetzt mit dem Stift. Man sollte die Linie möglichst immer in einem durchziehen. Der Number 5, das heißt noch 2 Tage, bis ich mein Comic fertig haben muss. Das heißt, ich sollte langsamer damit anfangen. Heute mache ich auf jeden Fall die Sketches, sodass ich immer weiß, welche Bilder ich malen möchte, wie ich meine Geschichte erzählen möchte, damit ich mich morgen ziemlich lang dran sitzen kann, wirklich die Bilder an sich schön zu machen. So, ich habe meine Skizze von gestern, wo ich ganz grob gezeigt habe, so wie ich mir den Comic vorstelle, jetzt mal ausgearbeitet, dass ich die morgen richtig zeichnen kann. Am letzten Tag, so last minute. Hier sieht man Kanimani, der sagt so, oh mein Gott, eine Sternschnuppe. Dann so ein Close-up von der Sternschnuppe. Dann rennen die quasi dahin, so, yo, davon ist das. Kommen an, plötzlich landet da dieses Raumschiff. Die sind so, hey, what the fuck ist das denn? Ich habe noch nichts von meinem finalen Comic fertig. So, und jetzt mache ich mir erstmal hier die Unterteilung. Und da müssen jetzt die 6 Bilder rein. The Final. So, ich bin sehr gespannt. So, das war ja der erste Tag. Ja, jetzt mal so als Vergleich. Zeichnen war immer so eine Sache, wenn mich immer gefragt hat, kannst du zeichnen, war es immer so, dass eine der Dinge, die ich ab 0% kann. So, deswegen bin ich schon sehr stolz darauf, wie es jetzt aussieht. Okay. Ich zeig dir mal das Fertige. So. Das ist das Fertige. Tschüssi, zeig mal. Nice. Ey, vom Nix in eine Woche Zeit ist schon heftig, so ein riesiger Aufwand auch. Ja, also ja, natürlich, da kann man sich auch verbessern, verkaufen könnte es nicht, aber... Also ja, ich bin zufrieden, ja. Ja? Ja, natürlich. Also, es ist Falco approved. Falco approved. Und meine Kunstlehrerin, die mir eine 5 gegeben hat, hier. Schreibt ihr einfach bravissimo in den Kommentaren. Vielen Dank noch an Falco, dass du mir das Ganze beigebracht hast. Wir haben bei Falco auf dem Channel auch noch ein Video gedreht. Schaut da gerne vorbei am Ende. Wenn ihr jetzt auch Bock habt, selber zeichnen zu lernen, dann macht das doch einfach mit Skillshare. Skillshare ist eine Online-Lernplattform, auf der es tausende von verschiedenen Lernvideos gibt zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Fotografie, Programmierung und eben halt auch Zeichnen. Und all diese Videos mit all dem Wissen, was ihr darin lernen könnt, kosten euch im Jahresabo unter 10 Euro im Monat. Und jetzt kommt das Beste, Leute. Denn Skillshare hat richtig gegönnt, denn die ersten 1000 Leute, die sich über meinen Link in der Videobeschreibung registrieren, können Skillshare Premium kostenlos testen. Ich sag mal so, wer zuerst zugreift, der der hat es. Damit könnt ihr an alle Kurse natürlich ohne Werbung schauen. Zum Beispiel auch den Kurs Mastering Illustration von Jezza Brooks, in dem ihr lernt, wie ihr schnell coole Sketches zeichnen könnt. Quasi genau das, was ich hier in dem Video auch gelernt habe. Ein Riesendank an Skillshare fürs Unterstützen des Channels. Ich würde euch sagen, viel Spaß beim Lernen, gönnt euch und bis nächste Woche.